Jesus gestorben war, gingen zwei Freunde von ihm einen langen Weg zurück in die Heimat, zurück von Jerusalem nach Emmaus. Plötzlich kam eine andere Person dazu. Und sie erzählten ihm, was alles geschehen war mit ihrem guten Freund, auf den sie so viel Hoffnung gesetzt haben, und es tat richtig gut, darüber zu sprechen. Sie luden ihn zum Essen ein, sprachen miteinander, doch auf einmal verschwand er. In dem Moment, als sie erkannten, dass dieser fremde Jesus war. Da war er also verschwunden. Gerade noch saßen sie so nett zusammen, konnten sich austauschen. Sie haben ihn endlich erkannt und doch ist Jesus gegangen. Und auch wenn wir von Jesus sprechen oder zu Gott beten, haben wir ja kein direktes Gegenüber, das wir anfassen könnten oder sehen könnten. Und trotzdem dürfen wir darauf vertrauen, dass er da ist und dass er uns nahe ist. Wenn wir spielen, wenn wir feiern, vielleicht auch einfach nur, wenn wir zusammensitzen und essen. Manchmal gibt es diese Momente, da denkt man, das ist was Besonderes. Da weht der Heilige Geist. Da ist Gott mitten unter uns. Das feiern wir zu Pfingsten und das dürfen wir feiern jeden Tag. Amen. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Amen.